Kickoff am Morgen. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Ein Podcast von Welt. Einen wunderschönen guten Morgen an diesem Freitag, den 18. August. Mein Name ist Marlene Badun und das wird heute wichtig. US-Präsident Joe Biden empfängt die Staatschefs Japans und Südkoreas in Camp David zu einem historischen Treffen. Was dort besprochen wird, erklärt unser US-Korrespondent. Außerdem reist Bundeskanzler Olaf Scholz nach Österreich und Bayern und der Ball rollt wieder. US-Präsident Joe Biden lädt in Camp David zu einem historischen trilateralen Treffen mit den Staatschefs Japans und Südkoreas ein. Zwar hat es in den letzten 20 Jahren einige solcher Treffen gegeben, allerdings immer nur am Rande internationaler Konferenzen. Diesmal treffen sich der US-Präsident, Südkoreas Präsident Yoon Suk-yeol und Japans Premierminister Fumio Kishida ganz exklusiv. Dabei soll es um eine verstärkte Zusammenarbeit im Umgang mit Nordkorea und China gehen. Warum sich die drei Staatschefs genau jetzt treffen und was genau besprochen wird, weiß Welt-US-Korrespondent Laurin Meyer. Es soll vor allem ein Signal an China sein, dass sich die drei Regierungschefs jetzt treffen. Die Hoffnung von US-Präsident Joe Biden ist so ein bisschen, dass die USA, Japan und Südkorea einen großen Schritt in Richtung einer Dreierpartnerschaft machen. Da geht es einerseits um eine tiefere wirtschaftliche Zusammenarbeit. Biden hat ja vor wenigen Tagen bestimmte Investitionen in die chinesische Tech-Branche per Dekret untersagt und da will man jetzt auf andere Partner setzen. Vor allem aber geht es um die militärische Zusammenarbeit, denn nicht erst seit dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine sorgen sich die USA um die Stabilität in Fernost. Klar, da sind die Dauerkonflikte mit Nordkorea, vor allem aber geht es um die Drohungen Chinas gegen Taiwan und das Szenario einer Invasion. Ja, und Beobachter, die rechnen jetzt fest damit, dass die drei Staaten die Durchführung gemeinsamer Militärübungen beschließen werden. Und warum wird dieses Treffen jetzt als historisch bezeichnet? Ja, das Motto des Treffens lautet so ein bisschen, der Feind meines Feindes ist mein Freund. Denn vor dem russischen Angriffskrieg, da wäre eine solche Dreierpartnerschaft eigentlich undenkbar gewesen. Japan und Südkorea haben historisch bedingt ein angespanntes, nahezu feindseliges Verhältnis. Und die Gründe dafür, die reichen bis an den Anfang des 20. Jahrhunderts zurück, als Korea unter japanische Herrschaft geriet. Ja, nach der Kapitulation Japans im Zweiten Weltkrieg, da folgte dann die Teilung Koreas und der Koreakrieg. Aber die neue geopolitische Bedrohungslage, die zwingt beide Staaten jetzt eben zur Vernunft. Und deshalb ist dieses Treffen durchaus historisch. Es ist das erste Mal, dass sich die drei Regierungschefs abseits eines internationalen Gipfels treffen. Auch der Ort des Treffens, Camp David in Maryland, der hat natürlich Bedeutung. In der Ferienresidenz des US-Präsidenten wurden schon einige historische Verhandlungen geführt. Ja, und noch was treibt Japan und Südkorea an. Es ist die Sorge, dass Donald Trump im kommenden Jahr wieder zum Präsidenten gewählt werden könnte und sich die Außenpolitik der USA dann radikal verändert. Deshalb betrachten sie die Einladung von Joe Biden jetzt als ziemlich einmalige Chance. Zum ersten Mal in seiner Amtszeit reist Bundeskanzler Olaf Scholz heute zu einem offiziellen Besuch nach Österreich. Dort trifft er seinen Amtskollegen Karl Nehammer von der ÖVP in Salzburg. Bei dem Treffen sollen die innereuropäischen Grenzkontrollen sowie weitere Vorgehensweisen gegen illegale Migration in der EU diskutiert werden. Österreich steht wegen seiner Blockade der Schengen-Erweiterung um Bulgarien und Rumänien sowie der stationären Grenzkontrollen zu den Schengen-Nachbarländern Ungarn und Slowenien in der Kritik. Nehammer betonte im Vorfeld des Treffens, dass Deutschland zu Österreich nach wie vor Grenzkontrollen durchführe und das bedeutet, dass das Schengen-System strukturell nicht funktioniere. Er wolle bei dem Treffen deshalb auch die weiteren Vorgehensweisen der EU zum Kampf gegen die irreguläre Migration sowie innereuropäische Grenzkontrollen und die Funktionsweise von Schengen ansprechen. Nach dem Treffen geht es für Scholz weiter nach München. Dort will er mit dem SPD-Spitzenkandidaten Florian von Brunn bei einer Kundgebung auf dem Marienplatz sprechen. Er unterstützt von Brunn bei seinem Wahlkampf, denn am 8. Oktober wählt Bayern ein neues Parlament. Die bayerische SPD erreicht in Umfragen aktuell zwischen 9% und 11%. Ab heute startet die Fußball-Bundesliga in die neue Saison. Heute Abend um 20.30 Uhr geht's los mit der ersten Partie. Titelverteidiger Bayern München trifft auswärts auf den SV Werder Bremen. In dieser Saison will der Rekordmeister den Titel als deutscher Meister zum 12. Mal in Folge verteidigen.
Das war Kickoff am Morgen. Wenn Sie wollen, hören Sie heute Nachmittag meine Kollegin Charlotte Allier mit dem Thema des Tages wieder. Wie gewohnt ab 17 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt. Wenn Sie uns eine Freude machen wollen, dann abonnieren Sie uns auf den Podcast-Plattformen und bewerten Sie uns gerne. Für Lob, Anregungen oder Kritik erreichen Sie uns wie gewohnt per Mail unter kickoff@welt.de. Ich wünsche Ihnen einen schönen Start in den Tag.